als liebste Wohnform der Deutschen gilt das Einfamilienhaus. Und dennoch darf in Hamburg-Nord keines mehr. Dort regiert seit einem Jahr der grüne Bezirksamtsleiter Michael Werner Bölz und hat dafür gesorgt, dass es keine Einfamilienhäuser mehr in neuen Bebauungsplänen gibt. Der Gebäudetyp sei ineffizient und nehme zu viel Platz weg. Das Einfamilienhausverbot ergibt sich aus einem Parteitagsbeschluss für eine Bauwende aus dem November 2000. Darin rechnen die Grünen vor, wie viel Sand und Kies pro Eigenheim draufgehen. Das können wir uns nicht mehr leisten, heißt es in dem Beschluss. Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, sieht den Neubau von Einfamilienhäusern. Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr, sagte Hofreiter im Interview mit. Die Entscheidung über Bebauungspläne liegen aber bei den Kommunen. Der Wirtschaftsweise Lars Feld hält solch ein Verbot für wenig. Aus seiner Sicht gehe dieser Eingriff ins Eigentumsrecht zu weit. Weiterlesen mit Spiegel Plus. Mehr Perspektiven, mehr Ihre Vorteile mit Spiegel Plus Icon. Check der Spiegel als Magazin, als App, Ihr Paper und auf dem E-Reader Icon. Check alle Artikel auf Spiegel. Exklusive Texte für Spiegel Plus Leser Icon. Check einen Monat kostenlos testen, jederzeit online kündbar. Ein Preis nur 19,99 € pro Monat. Ein Monat für 0 Cent. Jetzt für 0 Cent ausprobieren. Jetzt kaufen. Pfeil nach rechts. Sie haben bereits ein Digitalabonnement. Hier anmelden. iTunes-Abo wiederherstellen. Spiegel Plus wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit 19,99 €. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um Spiegel Plus außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem Spiegel-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz erklärt.